So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Dragon Ball Z Budokai 2. Du kannst mir nicht entkommen. So, da haben wir mittlerweile den Wald zu Nappa besiegt. Und nun können wir gechillt gegen Cybermänner kämpfen und ein paar Zenny und Kapseln einsammeln, die wir brauchen. Ja, ich habe nur Zerstörungswelle. Und was ich noch sagen will, wer PS2-Version besitzt, ist dann auf Englisch. Also dann ist bei GameCube so die japanische. Weil ja die Lizenzrechte ja an Nintendo gehen und das andere ist ja Lizenz für Sony. Ich weiß nicht, was ihr lieber mögt, die japanische oder die englische Version. So, jetzt haben wir auch Hiros Herzerkrankung. Weil wir haben im letzten Part auch den Impfstoff bekommen. Oh ja, jetzt werden wir reich. Ich glaube, Goku hat hier schon durchsucht. Aber hier noch nicht. Na super, das habe ich gerade eben bekommen. Gerade eben. Ja, das sind halt gleiche Texte. Aber es wird gekloppt, was das Zeug hält. Ja, das ist ja klar. Und da kann man auch verspotten. Und die können mich auch reinlegen. Die machen auch so ein Cancel-Kombo, wenn die wollen. Ey, es tut weh. Das ist ja erst hier, das sei jetzt Shinsaga. Also wird noch nicht viel Großartiges passieren. Und das spielt auch jetzt keine Rolle mehr, ob jetzt hier Piccolo seine Höhlenspirale gegen Raditz einsetzt. Weil Raditz ist ja schon freigeschaltet. Nehme ich an. Ki-Steuerung. Aber es ist leider nichts für uns drin. Ich hole nur schlappen 100 Zenny. So, jetzt ist nur noch ein Cyberman übrig. Und dann haben wir auch den ersten Level abgeschlossen. Ich kann es nur kaum erwarten, mit Nate zu synchronisieren oder mit Gott zu fusionieren, damit Piccolo stärker wird. Aber ich habe noch nie... Aber das war mir klar. Ja, komm, greif an. Also, muss man schon mit Bedacht angehen. Sonst werdet ihr von richtigen Superkubus niedergeschlagen. Hoffentlich kein Virusherzerkrankung.
Jawohl, Scouter. Wie schon der Name sagt, nur Charaktere, die Scouter haben, bringt etwas. So, Goku läuft dorthin. Mhm, 500 Zenny. So, was ist dieser Kapsel? Geros Rückablenkung. So, jetzt gehe ich auch zu Dende. Lass mir dann den Leiche auffüllen. So, die letzten 100 Zenny einsammeln und das war's. Nach 9 Runden. Okay, ich habe den Train Ball. Jetzt müssen wir den nächsten suchen. Obwohl Piccolo doch den Train Ball gefunden hat. Naja, das war bestimmt auch nicht so gedacht. So, dann sind wir im zweiten Level. Sieht so aus, als hätten Nappa und Raditz das Kino so bekommen, hat wohl keine andere Wahl, als loszuziehen und den Chaos zu machen, die hierfür verantwortlich sind. Besiege Freezer. So, wir nehmen mal mit. Diesmal Gohan. Naja, ich brauche nicht unbedingt den Dragon Radar. Deshalb suche ich hier am besten. Da sind wir ja jetzt im Muskelturm. So nennt sich das. Oder auch Schneegebirge. Oh, wenn die Kunde es nicht haben will. Das zeigt dann immer den Standort von Dragon Ball an. Jetzt kämpfen wir zwar gegen Riku, aber da ist er auf dem speziellen Feld, das nur mit Hälfte der Energieanzeige gekämpft wird. Hey du, du weißt doch bestimmt über Dragon Balls Bescheid. Erzähl mir, was mit denen auf sich hat. Wer bist du? Hast du was mit diesem Typen namens Freezer zu tun? Ganz schön dreist von dir, ihn nicht Meister Freezer zu nennen. Vielleicht soll ich dich erstmal ein wenig auch zurechtweisen. Ginyu Super Kommando! Cool! Hä? Energielevel um die Hälfte verringert. Acht auf die Energieanzeige. Also wie ich euch schon erläutert habe. Aber diesmal endlich auf anderem Gebiet. Sogar mit Schneeeffekt, wie geil. Perfekt. Wie lame, Riku, wie lame. So, der will nochmal mit mir anlegen. Du Mistkerl! Ich war bloß etwas unachtsam, mehr nicht! Du wirst nun wohl verstehen, dass du mich nicht schlagen kannst. Werd bloß nicht übermütig, nur weil du durch deinen Glückstreffer gewonnen hast. Okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich dir zeigen muss, was ich drauf habe. Ja, da muss ich wieder entschuldigen, dass ich wieder da immer die Taschen rumdrücke. Das geht einfach nicht anders. Ist das alles, was du drauf hast?
Der Sound ist einfach episch. Oh, der kann Recon Kick. Ah, verdammt. Ah, das ist jetzt die erste Niederlage, was sie einstecken muss. Verdammt! Das ist jetzt ärgerlich. Ach Mist, da habe ich schon durchsucht. Ach, verdammt! Du bist nicht einfach nicht gut genug für mich. Ah, das ist jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich noch einmal gegen ihn kämpfen, glaub zweimal. Gut, dass seine Energie noch vom letzten Kampf geblieben ist. Ich glaube, Ginyu bewegt sich erst, wenn Rikun besiegt ist. Ja gut, da wird der Ginyu den Abwehr oder den Schutzanzug auf sich nehmen. Das spielt für mich keine Rolle. Oh, der kann sogar seinen Recon Kick aufladen. So, da haben wir Rikun freigeschaltet. Und Wut mit zwei Ausrufezeichen. So, such mal ab. Nix. Ah, jetzt kommt er! Jetzt kommt er! Okay, ist doch nur 10%. Hey, was fällt dir ein? Oh, 20 Angriff, das ist gar nicht mal so schlecht. Ah, das war mir klar, dass er gegen mich antreten will. Du bist also der Saiyajin, der sich gegen Meister Freeze auflehnt. Und du musst dieser Ginyu sein, der... Oder wie immer der Typ heißt, der mit Freeze sagt. Ginyu! Das wirst du mir büßen, dich über uns lustig zu machen. Dir werde ich eine Lehre erteilen. Oh ja, so Goku kann immer ein Komiker sein. Und das jetzt gefällt mir auch an ihm. So, auf in den Kampf gegen Ginyu.
Natürlich. Seht ihr? Da werdet ihr bestraft. So, jetzt geht's in den Abgrund. Das fügt den Charakteren noch Schaden zu. Also ich darf diese Sopokopos benutzen, ne? Das habt ihr ja selber gesehen. Ah, schade. Dass es jetzt nicht so geklappt hat, wie ich es wollte. Aber Hauptsache gewonnen. Was ist jetzt sinnvoller, das Geld oder Ginyu? Ich sag Ginyu. Das spielt keine Rolle, ob es 100 oder 500 Zenny sind. Ich verstehe. Dieser Kerl hat mehr drauf, als ich dachte. Auch wenn du gerade erst wieder aufgetaucht bist, so werde ich dich trotzdem nun ein für alle Mal beseitigen müssen. An Selbstbewusstsein fällt es dir offensichtlich nicht. Hahaha. Zu mir, Ginyu, hat noch niemand in diesem Ton gesprochen. Das glaube ich dir gern, Ginyu. Dreh, Mutten Roshi, dreh! Oh ja, seine alten Ginyu-Strikes. Das wird jetzt böse bestraft. Ding, 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 ding. Ja, komm, setz deine Milchkanone ein. Oh, das ist nur wenig ab. Ding, 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 ding. So, jetzt haben wir auch den Ginyu beseitigt. Zanku-Faust. Ach Mist, habe ich schon durchsucht. Oh, das waren 500 Zennis. Oh ja, so Goku kriegt immer mehr Angriff. Der stört mich nicht. Ich weiß nicht, warum der Freezer sowas macht.
Will er mich verärgern oder was hat er wirklich vor? Machen wir doch auf die Jagd nach ihm. Ah, Wut habe ich ja schon. Ach Mist, jetzt geht er noch zu Dende hin. Was soll der Scheiß? Also 100 Zenny auf jeden Fall. Ah ja, geh rüber. Hey, einen weiteren Dragon Ball. Haben wir doch ab. Hm, da ist ja nix. Auf in den Kampf. Also jetzt fassen wir mal zusammen. Ich habe 130 und er 110 Angriff. Du bist also Freezer. Bist viel mickriger als ich dachte. Aha, und du bist viel stärker als ich dachte. Es überrascht mich ein wenig, auf jemanden zu treffen, der sogar noch stärker ist als Genyu. Aber du kannst mir trotzdem nicht das Wasser reichen. Vielleicht nicht, aber das wird sich erst noch herausstellen. Du bist ganz schön mutig. Jawohl, ich werde den Feind besiegen. Oh, das ist noch eine Energieleiche mehr. Oh, der ist ja noch übler drauf als Ginyu. Ja, natürlich! Jetzt kommst du mit da angriffen! Als wäre ich schlimmer drauf, ich oder Freezer? Unglaublich, der Typ. Unglaublich. Aber ich bin noch nicht leider fertig. Also dann, Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao.